Seitens der EU soll ein Verkaufsverbot von Einwegplastik und ein Gebot zum Recycling von Plastikflaschen kommen. Die SPÖ Niederösterreich will nun dazu einen Antrag einbringen und Initiativen zur Plastikmüllvermeidung unterstützen, wie beispielsweise in St. Valentin. Was mich bedrückt, ist, dass der Plastikverbrauch steigt, 400 Millionen Tonnen im Jahr. Das ist der Plastikverbrauch weltweit. Durchschnittlich 7 Millionen Tonnen pro Jahr gelangen in die Weltmeere. Dort bleiben sie 400 Jahre und gelangen mit Sicherheit über die Nahrungskette wieder zurück in den menschlichen Körper. Auch in Österreich fallen jährlich unglaubliche 900.000 Tonnen Plastikmüll an. Dem will die SPÖ Niederösterreich mit verschiedenen Maßnahmen entgegenwirken, um damit eine Halbierung des Kunststoffmülls zu erreichen. Eine dieser Maßnahmen wäre die Einführung eines Pfandsystems für PET-Flaschen. Das sollte ab 2019 schon möglich sein. Das zweite ist natürlich, Systeme oder Plastikgebinde zu verbieten, wo es Alternativen gibt, das heißt ganz konkrete gesetzliche Verbote. Beispielsweise, es gibt Milch in Flaschen und in Plastikgebinden. Sozusagen, wir sind da ganz klar dafür, Plastik gegenüber Flaschen zu banalisieren. Weiters lobte Schnabel freiwillige Aktionen im Handel, wo schon jetzt auf Plastiksackerl verzichtet wird. Auch auf kommunaler Ebene gibt es bereits Bewusstseinsschaffung. Vorzeigegemeinde ist dabei St. Valentin im Bezirk Amstetten. Und wir haben somit am 27. September 2018 im Gemeinderat der Stadtgemeinde St. Valentin einstimmig eben diese Resolution Plastikfreie Gemeinde, Vermeidung von Einwegplastik in der Stadt St. Valentin beschlossen. Da geht es zum einen, dass wir die Vereine anschreiben, ihnen einen Leitfaden geben, Tipps geben, wie können sie ihre Feste ohne Plastik ausführen. Zum anderen wollen wir die Handelsunternehmen mit auf diesen Weg nehmen, ihnen insbesondere sagen, dass wir plastikfreie Gemeinde sein wollen und entsprechende Maßnahmen auch in ihren Betrieben zu setzen sind. Also das war durchaus auch eine verbindliche Maßnahme, wo wir sagen, wir bitten nicht nur, sondern wir wollen sie hier wirklich konstruktiv auch auf diesen Weg mitnehmen. Es gibt eine eigene Gruppe, eine Projektgruppe mit Bürgerinnen, die sehr engagiert sind in diesem Thema, wo wir verschiedene Maßnahmen eben auch formulieren und natürlich die Bewusstseinsbildung, hier insbesondere auf die Konsumenten, Konsumentinnen einzuwirken, dass sie eben auch Alternativen annehmen und dieses Thema bewusst wahrnehmen. Es gibt auch von vielen Gemeinden schon das Interesse, die anrufen, uns kontaktieren und sagen, können wir diese Resolution übernehmen, und das werden wir in Zukunft auch forcieren, dass wir insbesondere auch über den Gemeindevertreterverband unserer Gemeinden oder die Gemeinden in Niederösterreich auch hier dazu auffordern, diesen Weg mit uns zu gehen, damit wir unsere Erde, sage ich, durchaus noch ein Stück länger lebenswert machen. Danke sehr.